Moin allerseits. So, Video Nummer 2 hier an diesem Sonntag. Wer aufgepasst hat hier in dem Video über die Lederhülle vom Krasi, die ich mir habe machen lassen für mein Galaxy Note 10 Plus mit eh schon Schutzhülle bei, ja, der hat gesehen, dass ich auch noch eine Art Kreditkartentaschenmesser, das ist das Fafnir, von Midgards Messer hier habe. Und Autofokus, jetzt will er nicht. Und klappt das? Klappt das? Nö, das klappt nicht. Nö, so, das wackelt hier so ein bisschen. Das ist aus 1.2842 Stahl, das ist so ein Werkzeugstahl, ja, ölgehärtet. Der Stahl härtet, lässt sich auf 63 bis 65 Rockwell härten, so in etwa. Bitte das Gewackel heute zu entschuldigen. Ja, ja, und das ist von Dirk Hofmeister gemacht als Kreditkartentaschenmesser, als Cuttermesser für die Handyhülle. Ja? Ist wahlweise auch mit 440C, wenn es in Serie geht. Also noch ist alles handgemacht. Seht ihr hinten, ist ja so eine doppelseitige Klebefolie. Industrieklebefolie ist das aber. Ja, nicht so Baumarktqualität. Dann haben wir noch 3 Industriemagneten, damit das Messer auch hält. Ja. 3D gedruckt. Kommt sofort mit Cashback-Garantie. Ihr habt dann nämlich den Euro und 100% Passgenauigkeit. Die Lackierung, die hier drauf ist, ist Glow in the Dark. Dirk sagt allerdings ganz eindeutig, das ist extra für den Arthur gemacht. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr lieb fragt, macht er das drauf für einen kleinen Obolus mehr. Der Euro ist natürlich auch umsetzbar, ist klar. So, wir haben natürlich jetzt 3,9 cm Schneidfläche. Ja? Das Ding ist also Waffenschutzzonen sicher. Ja? Wir haben einen Flaschenöffner für den Herrenabend und konzipiert, wie gesagt, als Messer für eine Schutzhülle. Und ich habe hier mal so ein, ihr kennt das, das haben viele Leute auf dem Balkon. Da ist jetzt noch Hundehaare, sind noch Hundehaare dran. Ich werfe ja meistens solche kleinen Stücke nicht weg, weil ich weiß, die sind noch für irgendwas zu gebrauchen. Ja? Ihr seht, das Ding geht durch wie Butter. Ja? Der Kutter. Und wo kommt ein Träger? Morgens um 8. Nee. Hast du gesehen, Frau? LKW. Ja. War das ein Milch-LKW? Ich glaube. Ja, die dürfen fahren, die haben Sondergenehmigung. Vielleicht verderbliches Lebensmittel. Ansonsten gilt für LKWs Sondersfahrverbot. So, ihr seht, das Ding geht hier durch wie Butter. 3 mm Klingenstärke. Glow in the dark. Ja. Seht ihr es? Glow in the dark. Natürlich in der richtigen Dunkelheit glowt das ein bisschen mehr. Ist allerdings auch, also hier, man hat jetzt 2 verschiedenfarbige für, es gibt ja auch hellere Hüllen oder diese durchsichtigen Hüllen. Ja. Frau Brehm hat da eine aus, was ist das nochmal für Silikon? Deine Handyhülle? Silikon, dass es dann nicht mehr so auffällt. Ja? Und schneiden, vielleicht so. Ja? Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, das als Cuttermesser zu benutzen, ist schon mal sehr cool. Und jetzt habe ich es extra, warum er das jetzt da noch hingemacht hat, weiß ich nicht. Ist bei dem hier aber, ups, bei dem hier ist es hier weiter unten versetzt. Woran das jetzt liegt, keine Ahnung. Nehme ich mal hier
weil ich will das vor euren Augen testen, ob das noch in die Krasi-Hülle passt. Ja, falls ihr noch eine Custom-Messerhülle habt. Messerhülle. Telefon oder Lederhülle. Übrigens für die, die jetzt sagen, da sind drei Industriemagnete drin, das könnte die SIM-Karte beeinträchtigen ihrer Funktion. Bin ich nicht so von überzeugt. Das wird mit Sicherheit noch funktionieren. So, jetzt drücken wir das mal hier dran. Ja, natürlich anders geklebt, wenn das... Ich habe übrigens mir angewöhnt, immer noch einen Zehner hier drin zu haben, 10 Euro. Und so ein Läppchen zum Putzen, falls nötig. Ja, 10 Euro, bloß ein Läppchen, bloß ein Messer. Natürlich Urban Survival, ne? Jetzt bin ich echt am Überlegen, wie kriege ich es da rein. Einfach mal andersrum drehen. Ja? Die Schneide ist geschützt. Ja? Jetzt haben wir hier noch einen Euro für einen Chip. Also für einen Einkaufswagen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Passt das noch? Weil das trägt ja dann schon auch ein bisschen auf. So, so muss man es machen. Passt. Ast rein. So, was haben wir hier drin? Das ist mal EDC. Kleiner Geldbeutel. Ja? Zehner plus 1 Euro. Ihr könnt natürlich auch noch Honig da reintun. ja, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr habt Geld dabei, ihr habt Taschenmesser dabei oder ein Cuttermesser 3,9 cm. Ist natürlich sag mal für den Punkt. Brauchen wir Kaffee hier, Bubblewasser. Gleich einen Untersetzer gebaut. Ihr braucht natürlich dann ja, euch keine Gedanken machen, wenn ihr mal das Portemonnaie vergessen habt. Vielleicht macht das noch so, wie ich mir das gerade überlege. Eine Kopie vom Personalausweis und eine Kopie vom Führerschein. Ich habe jetzt auch so eine kleine Kreditkarte. Vorderseite, Rückseite kopieren, ausdrucken und laminieren. Dann hättet ihr im Prinzip alle Papiere dabei. In Deutschland besteht übrigens keine Ausweispflicht. Das muss ich mal so sagen. Es besteht keine Pflicht, den Ausweis mitzunehmen. Wer das glaubt, der lebt leider in Wolkenkuckucksheim. Das stimmt nicht. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie einfach das Messer jetzt abzumachen ist mit der Hülle. Wie gesagt, optional gibt es als Zubehör vom Dirk eine das Ding als Gürtelschnalle. Ja. Schon sehr cool. Ich weiß, für viele Leute ist der Dirk sag mal, ein Jäckervogel. Ist er für mich auch. Aber der ist... Der denkt den ganzen Tag an Messer. Es gibt Tage, da schickt er mir abends um 10 Uhr das letzte Bild und dann weiß ich, stehe so um 2:30 auf. Da habe ich schon um 2:30 die nächste Nachricht. Hat er durchgemacht oder hat er nur 2-3 Stunden gepennt zwischen Midgards Arbeiten bei sich im Haus und seinem Hauptjob. Hat er dann wieder weitergearbeitet und ganz jäcker Vogel, der denkt von morgens bis abends an Messer. Und einfach irre, der Typ. Ja, ich lasse das auf jeden Fall an meiner Hülle dran. Ja, weil hier hinten, wer diese Hülle kennt hier, das kannst du ja normalerweise noch als Ständer benutzen. Dass du im Prinzip deine Videos so guckst. Mit der Zeit gehen die Teile aber kaputt, was sehr ärgerlich ist. Mal gerade mal überlegen. Funktioniert doch auch. Ast rein, der kannst du nicht meckern. Also, so, Achtung, und? Zieht es sich selber rein? Nein. Aber sitzt sicher hier drin. Wenn man natürlich kräftig wackelt, dann geht es raus.
Ja. Aber ich habe ja mein Telefon meistens so. Und oh, da muss mal einer drauf kommen, auf so eine Idee. Vielleicht, wenn man den Dirk fragt, oder man lackiert sich das selber in schwarz, dann fällt es vielleicht auch gar nicht mehr so auf. Aber die Idee ist einfach zu jeck, um sie nicht cool zu finden. Ja, so, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss Madiot, schwenkt du Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Aber übrigens mal gucken, ob, ja, ich weiß, ich bin wie Columbo, komm immer wieder. Mal gucken, ob das runterfällt, ja, oder das Messer aus der Halterung fällt, wenn man die ein bisschen schüttelt. Nö. Cool. So, jetzt aber weg. Tschö. Ach, welche Höhle das ist? U-Maker. U-Maker. Schade, dass das hier nicht mehr funktioniert, aber gut. Jetzt habe ich ja Dirks Messerli. Thank you.